Ha-a-doppel-L-Öhrchen, liebe Minecraft-Folge, ich sage immer Folge, das ist schon die dritte Aufnahme, wo ich liebe Minecraft-Folge sage, ich meine natürlich liebe Minecraft-Freunde und das lasse ich jetzt mal so fehlerhaft, wie es ist, damit ihr seht, dass ich jetzt zum dritten Mal schon anfange und mich ständig verhasple. Schuld ist die Erkältung, die macht mich ganz wuschig. Und bei dramatischer Musik gehe ich hier gerade nochmal die Playlists durch, die wir hier für Minecraft haben. Denn ich bereite inzwischen schon eine neue vor für die dritte Staffel, die ja mit der 1.9 anfängt. Und ich wollte vorab nur mal ganz kurz sagen, warum das so sein wird. Ach, hier war ich nochmal in Testomatik unterwegs. Pass mal auf, da schauen wir nochmal ganz kurz rein. Ist ja egal, auch wenn das hier im Let's Play ist. Machen wir hier einfach mal live und ungeschnitten. Der Grund, warum ich drin war... Huch, hier ist ja so dunkel. Zappenduster. Ach, ich bin ja gestorben. Stimmt ja. Scheiße, ich bin gar nicht mehr da, wo ich jetzt zeigen wollte, dass ich bin. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Ich weiß, ich glaube, ich bin hier Ewigkeiten in eine Richtung, in irgendwelche Richtungen geflogen. Weil ich auf der Suche nach einem Dörfli war und ich habe dann auch ein Dörfli gefunden. Aber naja, komm, das lassen wir mal bleiben. Das hat doch alles keinen Wert. Ich bring mich um. Nee, was ich eigentlich sagen wollte war, ich gehe mal wieder raus. Der Grund, warum wir in der 1.9 erst mit Staffel 3 starten, da gab es ja schon Aufmärsche mit Fackeln und Mistgabeln hier vorm Fenster. Da haben Leute schon Jungfrauen geopfert und ich weiß gar nicht was. Natürlich alles nur in meiner lebhaften Fantasie. In Wahrheit ist gar nichts passiert, aber die 1.9 fangen wir deswegen in Staffel 3 an, weil der Map Generator da nochmal eine kleine Überarbeitung kommt. Zurück kommen dann zum Beispiel die Wüsten... Nee, die Wintergebiete, nicht die Wüstengebiete. Die Wintergebiete sind ja in der 1.8 momentan rausgenommen. Die kommen in 1.9 wieder. Plus die Dörfchen, so man denn welche findet, werden dann auch NPCs haben und. Und damit wir all das direkt schon vorab mitnehmen und nicht wieder eine neue Map starten müssen, starten wir leider erst zur Beta 1.9. So leid es mir tut, ist einfach viel sinnvoller und so lange überlegen wir uns mal, wo waren jetzt die richtigen hier, ne? Let's Play. Genau, machen wir mal. So lange überlegen wir uns jetzt mal gründlich, jetzt übrigens ohne Texturenpaket, was wir denn... Ach, ich bin hier noch im Flugmodus und huch, die Zeit ist immer noch versetzt. Das darf natürlich nicht sein. Ich muss das mal wieder richtig drehen. Ich wusste gar nicht, dass sich das, ja, von Spielstand zu Spielstand übernimmt. Ich habe inzwischen auch wieder ein bisschen Mod drin. Wieso sind die Kisten eigentlich so schwarz geworden? Das ist doch nicht richtig, oder? Die haben ja jetzt diese Animation. Ach so. Oh, Moment, hier, Telefon klingelt und nein, es ist nicht der, wo alle sagen, oh, der ist es aber, es sind irgendwelche komischen Nummern, weil das Telefon hier inzwischen nonstop den ganzen Tag klingelt. Das hier sieht scheiße aus, müssen wir neu machen. Ich habe inzwischen wieder diese Audio-Mod drin, ich habe vergessen, wie die heißt, wie immer. Hört man das, wenn ich jetzt hier gegen Baum schlage? Nein, aber gegen Kisten hört man das oder hat man das gehört? Ja, lass mal überlegen, was machen wir denn hier jetzt mal? Bin gerade so, also ich habe schon so überlegt, ob wir jetzt nicht mal einfach so hier, piu, weil es sind doch eh die letzten Folgen, ob wir dann nicht mal ein bisschen Kette geben. Hui. Und vielleicht einfach mal zum Beispiel das Häusli weiterbauen oder wir könnten natürlich theoretisch, pass mal auf, ich mache mal Folgendes. Ich bräuchte eigentlich einen Kompass. Den haben wir ja irgendwo. Die Betonung liegt auf irgendwo. Ich schau mal ganz kurz in der Monsterfalle. Ach ja, ist das schön. Ist das schön, hier einfach mal so drüber zu fliegen. Ach, majestätische Landschaften. Und hier wachsen nun langsam die Bäume. Das war die letzte Amtshandlung. Ich erinnere mich, bevor es losging auf die große Reise. Hier oben spawnt sowieso nichts. Das liegt nicht an den Bäumen, weil die Schatten werfen, sondern es liegt einfach daran, dass da oben nichts drauf spawnt. Ich weiß leider nicht genau, warum. Es gibt tausende Thesen und keine ist die richtige. Ne, ich wollte zur Monsterfalle. Hinab in die Tiefe. Hui! So, so kann man es natürlich auch machen. Und jetzt hört man gleich nochmal das Schwertgeräusch. Ja, wunderbar. Haben wir hier, wo ist denn und ist denn da nicht? Mal ganz kurz gucken. Da nicht, vielleicht oben. Oh, Ben, wie geht's dir denn heute? Heißt zufällig einer Ben? Wenn ja, dann viele Grüße. Ich guck mal hier ganz kurz weiter. Kompass und Karte, wenn ich so viel quatsche, dann verpeile ich doch wieder alles.
Dabei habe ich sie auch nicht. Nee, wo können die denn da sein? Das weiß ich leider nicht mehr. Wird es etwa schon dunkel? Ja, langsam bricht die Dunkelheit über das Land und wir haben nur ein Schwert zur Verteidigung. Da könnte ich doch jetzt eigentlich mal, wo wir hier gerade so eine nicht ganz so bierernste... Oh, ich habe vergessen, so springe ich normal, aber wenn ich laufe, habe ich mir spaßeshalber mal so einen Mega-Jump eingestellt. Hui! Au. Ja, funktioniert super. Sollte ich vielleicht ein bisschen reduzieren, aber ich fand das irgendwie lustig. Also auf eine sehr unlustige Art und Weise fand ich das total lustig. Das ist beinahe so, als würde man Sekunde aus einem Witzebuch vorlesen. Und zwar, Nun, Kindchen, fragte Tante Thea ihre Nichte. Was ist denn dein zukünftiger? Keine Ahnung, Tante, erklärte das flotte Kind. Mein jetziger Freund ist Kraftfahrer. Ja. Ich dachte, der Witz geht vielleicht noch weiter, aber pass auf, ganz kurz. Mutti, heute ist Samstag. Darf ich im Bett lesen, bis ich einschlafe? Ja, Bernd, aber auf keinen Fall länger. Ich möchte nicht. Ich möchte da nicht vorlesen. So, komm, wir fliegen mal ganz kurz zu einer Behausung der Sonne entgegen. Ich möchte nämlich nur den Kompass holen. Ach hier, guck mal, da war die Behausung noch, der Wolfenstein. Aber wir haben gerade eine Mission. I'm a man on a mission. In high definition. Das könnt ihr mal wissen. So, da kommt der Map Generator nicht ganz hinterher. Ich hatte vorher übrigens diesen schönen Mod drin, wo hier das ganze Meer dann richtig toll spiegelt. Also das ganze Wasser spiegelt dann, sieht richtig zauberhaft aus. Aber ich habe dann drauf verzichtet, um den Modloader anzumachen. Boah, bin ich bequem geworden. Ich bin gerade einfach durch die Tür gelatscht. So, mit vertrauter Musik finden wir auch hier... Wo habe ich das hingesteckt, meine Fresse? Das kann doch nicht sein. Ich will doch nicht die ganze Aufnahme damit verplempern, hier rumzufliegen. Mann, außerdem hätte ich Bock, das Offscreen alles mal ein bisschen weiterzubauen hier. Also so, wenn ihr nicht dabei seid, sozusagen. Was ist das denn? Dreimal das gleiche Bild? Ach, das waren die Vorhänge. Oh, Schnuffis! Oh, habt ihr mich vermisst? Habt ihr mich vermisst? Scheinbar ja nicht so. Habe ich Knochen dabei? Schnuffi! Ja, Schnuffi! Brav, Schnuffi! 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 So. Ein Hund mit epileptischen Anfällen. So, bleib sitzen. Wir sehen uns vielleicht nie wieder. Hier habt ihr noch einen Knochen. Ich gehe jetzt. So, huch. Ach stimmt, da hinten hat man uns ja eingebuddelt. Ich glaube, ich habe schon wieder... Ach ja, ich war ja wieder in der Let's Show Welt unterwegs ein bisschen. Aber wirklich nur ein bisschen. Das ging ja schnell. Freundchen, wie schnell warst du denn jetzt da? So, ich möchte jetzt doch mal, wenn wir schon mal dabei sind, mal ganz kurz die Schwertkämpfe anhören. Und Experience-Punkte sammeln. Zombies. Die Zombies waren überall. Ich konnte sie nicht vertreiben. Sie waren heimisch auf dieser Insel. Wie ein schlechter Voodoo-Fluch kamen sie wieder und wieder, Nacht um Nacht. Alles war gut, solange ich nicht eines dieser vermaledeiten Skelette erwischte. Oder einer dieser Creeper, eine Spinne, oh nein! Und sie sprang mich an! Ich tötete sie und ihre gesamte Brut im Umkreis von einem Meter. Und ein Hühnchen, ein niederträchtiges, kleines Hühnchen. Ich würde ihm die Schenkel ausreißen! Lecker, lecker, Hühnchen klein. Ach, die Federn kann ich nicht mitnehmen, weil Inventar schon wieder voll ist. Ah, super. Lohnt sich ja richtig unsere kleine Rundreise hier und ich kann... Hier, ich schmeiß mal das bisschen Sand da weg. Nee, da ist ein Skelett, da will ich mich... Da traue ich mich gar nicht hin. Ach, wir haben Bogen dabei, haben wir Pfeile dabei? Ja, auch ein paar.
So zwei. Damit werden wir so manche Armee ausschalten können. So. Ja, super. Jetzt habe ich das wieder aufgehoben. Ich wollte gar nicht